Ja, wir kommen jetzt zum ersten Preis. Der erste Preis geht in diesem Jahr nicht ohne Grund an die Flüchtlingshilfe Mittelhessen e.V. Der Vorschlag wurde eingereicht von mehreren Einzelpersonen. Entgegennehmen werden den Preis Frau Dorothea Heun, Herr Thomas Tschech, Frau Elvira Rückert und Herr Harald Wirth. Welche große gesellschaftliche Herausforderung vor uns liegt und ohne das große Engagement des Ehrenamtes wäre dies aktuell nicht zu bewältigen. Nun ist allerdings der Verein Flüchtlingshilfe Mittelhessen e.V. bereits ein Verein, der seit vielen Jahren und Jahrzehnten sich engagiert. Es ist also keine Vereinigung, die sozusagen jetzt ganz spontan entstanden ist. Der Verein wurde vor über 25 Jahren gegründet und ist heute mehr denn je eine unverzichtbare Größe in der Ehrenamtslandschaft unserer Stadt Wetzlar. Besonders hervorzuheben ist die umfassende Netzwerkarbeit. Neben der Zusammenarbeit mit den christlichen Kirchen kooperiert die Flüchtlingshilfe auf der Ebene der Stadt sowie des Landkreises mit den dortigen Verantwortlichen. Hierdurch konnte die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen auf eine solide Basis gestellt werden. Hilfe für Flüchtlinge wird überwiegend auf praktische, unbürokratische Weise geleistet. Handlungsfelder sind Deutschkurse, die Organisation von Sachspenden oder Fahrdiensten, Kinderbetreuung, Rechtsberatung und Hilfestellung bei Behördenwegen. Somit leistet die Flüchtlingshilfe Mittelhessen nicht nur Unterstützung für die vielen neu einreisenden Flüchtlinge, sondern koordiniert ebenso das Engagement der zahlreichen Ehrenamtlichen. Auch das will ja bewältigt werden. So wird zum Beispiel eine ständige Weiterbildung in diesem anspruchsvollen Arbeitsfeld angeboten. Zusätzlich sind noch umfassende administrative Aufgaben zu bewältigen, die der Organisation und finanziellen Ausgestaltung der Tätigkeit dienen. Nicht zu vergessen ist die Öffentlichkeitsarbeit der Flüchtlingshilfe, die für einen empathischen und zugewandten Umgang mit der aktuellen Situation wirkt. Hier leisten sie unschätzbare Dienste, um einerseits ein festes Fundament für die praktische Hilfestellung zur Verfügung zu stellen und andererseits in der breiten Öffentlichkeit das Thema vielschichtig und lösungsorientiert darzustellen. Die Flüchtlingshilfe Mittelhessen e.V. führt ehrenamtliches Engagement vorbildlich und mit herausragendem Einsatz zusammen. Diese Kompetenz wird auch in Zukunft bei der Bewältigung anstehender Herausforderungen unabdingbar sein. Und meine Damen und Herren, ich will hinzufügen, der sogenannte harte Kern, diejenigen, die schon seit Jahren dabei sind, sind über die Jahre hinweg gewachsen, haben sich zu einem Team entwickelt und sind natürlich offen, gerade jetzt und heute und in diesen letzten Wochen, für all die vielen Menschen, die mithelfen wollen. Aber allein die Bereitschaft zur Mithilfe ist dann nicht so hilfreich, wenn sie nicht organisiert wird. Es können nicht alle das Gleiche mitmachen. Es muss ein wenig so gestaltet werden, dass es auch bei den Betroffenen ankommt und koordiniert wird mit den Hilfestellungen und Aktivitäten, die von Landesseite, von Kreisseite und städtischer Seite auf den Weg gebracht werden. Dazu dienen Sie als die Plattform und sind zugleich ein Beispiel für das großartige Engagement vieler Menschen in unserer Stadt und in unserer Region, die den anderen Flüchtlingen, den Menschen, die aus der Not und aus der Elendsituation zu uns kommen, hier die erste Ansprechsituation sind, wo sie ein wenig das vielleicht an Gefühl und Unterstützung bekommen, was sie auf ihrem langen Weg vielfach nicht erhalten haben. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Ich darf Ihnen die entsprechende Urkunde aussenden. Wir bedanken uns im Namen der Wetzlarinnen und Wetzlar für das ehrenamtliche Engagement und unterzeichnet von Herrn Wagner, Herrn Volk und meiner Person.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen Preis nicht nur als Dank und Anerkennung, sondern auch als Mut und Aufforderung nehmen, auf diesem Weg noch ein Stück weiter zu gehen.